Ja, zum. Ja, bist du denn? Wer sind Sie und was machen Sie hier? Das Gleiche könnte ich Sie auch fragen. Kommissar Kansky, ich leite hier die Ermittlungen. Und wer sind Sie? Ich? Nina Kalenko. Ich hatte Sie angerufen. So, so. Habe gehört, Ihr Vater sei verschwunden. Ja, ich kam hier an und wollte meinen Vater treffen. Ich hätte noch meinen scheiß kleinen Ausweis zeigen lassen. Als ich hier ankam, stand die Tür zum Museum offen. Und es sah aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Ich mache mir echt Sorgen. Danke, dass Sie gekommen sind. Haben Sie eine Idee, was hier passiert sein könnte? Kann mir kaum vorstellen, dass mein Vater so ein Chaos veranstaltet hat. Ich kenne Ihren Vater zwar nicht, aber auszuschließen ist erst einmal nichts. Sie wollen ernsthaft behaupten? Ich behaupte gar nicht, Schätzchen. Ich ziehe nur alle Möglichkeiten in Betracht, solange die Fakten nicht auf dem Tisch liegen. Meinen Sie, meinem Vater könnte irgendwas zugestoßen sein? Schwer zu sagen. Ich dachte, die Polizei kann mir nicht helfen, solange mein Vater nicht in Lebensgefahr ist. Hör zu, Mädel. Ich bin seit fast 40 Jahren im Geschäft. Ich weiß, wann eine Sache stinkt. Und diese Sache müffelt schon ganz gewaltig. Und wenn du was damit zu tun hast, dann rück lieber gleich mit der Sprache raus. Früher oder später werde ich sowieso dahinter kommen. Hallo? Ich habe die Polizei gerufen. Besser gesagt, ich habe versucht, sie zum Herkommen zu bewegen. Warum sollte ich das tun, wenn ich meinen Vater... Verbrecher machen immer die unlogischsten Sachen. Davon lasse ich mich nicht täuschen, sonst wäre ich nicht Kommissar geworden. Ja, ja, ich sehe schon. Sie sind ein ganz schlaues Kerlchen. Wenn Sie was rausgefunden haben, sagen Sie mir dann sofort Bescheid? Ja, ja. Ich brauche ohnehin Ihre Adresse und Telefonnummer. Und verlassen Sie besser nicht die Stadt. Könnte sein, dass ich noch Fragen habe. Und nun raus mit Ihnen. Sie stehen mir sowieso nur im Weg rum und verwischen die Spuren. Seltsamer Typ, dieser Kommissar, oder? Ja, und nicht gerade der freundlichste seiner Zunft. Aber vielleicht muss man in diesem Job so sein. Ja, mag sein. Hauptsache, er findet raus, was mit meinem Vater passiert ist. Wenigstens einer, der auch glaubt, dass da irgendwas ganz und gar nicht stimmt. Ich glaube Ihnen auch. Danke. Und ich würde Ihnen auch gerne helfen. Ins Bett gehen brauche ich jetzt eh nicht mehr. Und schlafen kann ich auch, wenn ich tot bin. Standardspruch. Also, wenn ich was für Sie tun kann... Das ist lieb. Schauen Sie erst einmal, ob Ihr Vater nicht längst zu Hause ist. Vielleicht macht er sich ja schon Sorgen und verdonnert Sie dann zu 2 Wochen Taschengeldentzug, weil Sie zu spät gekommen sind. Ja, das wäre schön. Ich bin morgen leider erst gegen Abend wieder im Büro. Aber kommen Sie bitte vorbei oder rufen Sie mich an. Wenn Ihr Vater wieder da ist, haben wir was zu feiern. Wenn nicht, kann ich vielleicht was für Sie tun. Ja, mach ich. Bis morgen und gute Nacht. Gute Nacht. Und schlafen Sie schön. Sie auch. Schleimer. Mein Motorrad. Mein Motorrad. Mein Motorrad. 2 böse dreinblickende Echsenwesen. Die beiden sehen aus, als würden sie den Eingang zum Museum bewachen. Gelbe Scherben. Okay. Die muss von der Baustellenlampe abgebrochen sein. Mein Vater hat in den letzten Monaten hart für diese Ausstellung der Herrscher längst vergangener Tage gearbeitet. Hoffentlich finde ich ihn bald wieder. Und hoffentlich geht es ihm gut. Hallo? Papa? Bist du zu Hause? Batsch. Thank you.
Kopf explodiert gleich. Ach du Scheiße. Hier hat aber jemand ganze Arbeit geleistet. Erst sein Büro und nun auch noch seine Wohnung. In was ist mein Vater da nur reingeraten? Ich sollte in Zukunft vorsichtiger sein. Die Typen, mit denen ich es hier zu tun habe, scheinen es ziemlich ernst zu meinen. Dezent, ne? Unterlagen über die Expeditionen und Forschungsergebnisse meines Vaters. Der Einbrecher scheint sehr interessiert daran gewesen zu sein. Es fehlen stapelweise Ordner. Da wird wohl nicht mehr viel zu finden sein, was wirklich wichtig ist. So wie es aussieht, waren die Einbrecher sehr gründlich. Lecker. Kalte Pizza mit stinkendem Thunfisch. Warum tue ich das? Schon der Geruch tötet jeden möglicherweise existenten Hunger ab. Aber in der Not frisst der Teufel ja bekanntlich auch Fliegen. Papas alter Weltempfänger. Die Antenne ist abgebrochen und eine Kassette ist auch nicht drin. Außer einem beruhigend gleichmäßigen Rauschen werde ich da wohl nichts hören. Salz. Im Mittelalter auch das weiße Gold genannt. Wenn ich die Pizza noch mehr versalze, wird sie mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht leckerer. Ein Bleistift. Braun und auch ansonsten an Dramatik kaum zu überbieten. Auf einem ist ein Zahnarzttermin, auf einem anderen steht eine Einkaufsliste. Den dritten kann ich nicht lesen und der vierte ist leer. Die bringen mich nicht weiter. Passwort geschützt. Denk nach, Nina, denk nach. 3, 5, 2, 1. Passiert nichts. Scheint wohl der falsche Code gewesen zu sein. Wenn ich daran denke, welche Schwierigkeiten mein Vater hat, sich Zahlenkombinationen zu merken, dann muss die Lösung irgendwo in seinem Umfeld zu finden sein. Schauen wir mal. So, das haben wir. Kassettenspieler, Bett. Kommen wir mal rein. Schon erstaunlich, mit wie wenig Klamotten Männer durchs Leben kommen. Ja. Nein. Kann ja nicht jeder. Warum es Leute gibt, die dieses hohle Glotzen der Fische beruhigt, werde ich wohl nie. Moment mal. Da glitzert doch irgendwas. Neben einigen Fischen schwimmt da auch noch ein Schlüssel drin rum. Das Aquarium ist oben vergittert. Da passen meine Hände nicht durch. Eine Biografie von Dieter Dielen. Seit wann liest mein Vater denn so einen Schund? Hoffentlich erwartet keiner von mir, dass ich das lese. Oh, das Buch hat ein Schloss. Und anscheinend ist es gar kein Buch, sondern eine Art Schatulle. Das ist kein Kaffee. Gut getarnt als langweiliger Schmöker, den kein Mensch freiwillig anfassen würde. Sieht unbenutzt aus. Mein Vater war also mit Sicherheit noch nicht im Bett. Das Ding ist schrottreif. Außerdem fehlen die Kopfhörer. Hallo. Geh mal rüber. So. Der Teppich ist an dieser Stelle völlig versifft. Ich sollte meinem Vater zu Weihnachten mal einen neuen schenken. Da ist irgendwas zwischen den Planken. Rechte Planke. Ich habe zwei extrem filigrane Finger, aber da komme ich so nicht rein. Was? Das... Warte. Okay. Ohne Witz, das habe ich jetzt gar nicht gewusst. Ich habe das einfach nur so aus Spaß gemacht.
Die Schatulle ist mit einem Schloss gesichert. Ja. So, ich klicke da mal anders. Einige der Sprossen sind zerbrochen. Sieht so aus, als sei hier jemand hochgeklettert. Na gut, dann werde ich mal. Ein einzelner Gummihandschuh und eine Fahrradspeiche. Nicht gerade eine herausragende Ausbeute. Der Eimer ist voll mit Wasser. Huch, der Griff ist einfach abgerissen. Zumindest blieb der Henkel trocken. Henkel trocken. Mhm. Komm, bin gleich wieder da. Hola! So. Können wir mal kurz zwischenspeichern. So. Das haben wir, das haben wir. Ohne Griff kann ich den schlecht tragen. Einige Kollegen von mir würden sagen, das geht so nicht, das funktioniert so nicht, das kann ich so nicht machen. Mein Motorrad. Das Staufach im Sitz ist abgeschlossen. Das Ding fällt schon beim Ansehen auseinander. Außerdem habe ich mein Motorrad, damit bin ich dann doch etwas schneller unterwegs. Das Einzige, was man hier noch gebrauchen kann, ist die Luftpumpe. Da geht's runter in die Kanalisation. Das stinkt aus allen Löchern. Ein ganzer Haufen Zigarettenkippen. Da scheint wohl ein Kettenraucher am Werk gewesen zu sein. Seltsam. Dabei ist doch mein Vater ein so strikter Nichtraucher, dass er seinen Gästen sogar verbietet, irgendwo auf dem Grundstück zu rauchen. Ich kenne einen Raucher. Eine Kiste voller Gerümpel. Das schreit schon danach, dass ich darin was finde, was mir irgendwann noch mal nützlich sein wird. Was? Kleber! Es. Eine Kassette. Seltsam. Lag die da absichtlich drin oder ist sie irgendwann mal aus Versehen da reingefallen? Hab ich. Der Schlüssel hat nirgendwo eine Öffnung, durch die ich die Speiche stecken könnte. Okay. Was sind das? Am Auto die erste und die letzte. Vom Zugang in den Untergrund ein Viertel der Löcher und schließlich die Wächter meiner Arbeit. Was? Was ist das denn? Eine Art Code? Papa, manchmal bist du echt ganz schön gaga. Nett. Ich hier zu liegen. So, im Auto die erste und die letzte. Am Auto die erste und die letzte. Vom Zugang in den Untergrund ein Viertel der Löcher und schließlich die Wächter meiner Arbeit. Was? Was ist da? Okay. Ich glaube, die letzte Zahl ist eine 1, eine 2. Wächter seiner Arbeit. Die Echsen. Vom Museum. Vermutung. Ah, okay. So, dann 2 und 3. Haben wir
1, 2, 3, 4, 5, 6. Moment. Da fange ich an. Also, ich fange da an. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16. 16 durch 4 sind 4, glaube ich. 2, 3, 4, 2. Ich versuch's mal. So. Rechner. Schreibtisch. Passwort geschützt. Ja, ja. Denk nach, Nina, denk nach. 2, 3, 4, 2. Kein Wunder, dass Papa sich die Zahlenkombination auf Kassette gesprochen hat. Auf das Passwort wird so schnell keiner kommen. Yeah. Man liest keine Mails von anderen Leuten. Andererseits, ungewöhnliche Situationen verlangen nach ungewöhnlichen Maßnahmen. Also, fangen wir mal an zu schnüffeln. Im Posteingang sind nur zwei Mails. Eine über Potenzsteigerung und eine über Damen jenseits der 80. Beides fasziniert mich nicht übermäßig. Der Ordner gelöschte Objekte ist leer. Aber unter gesendete Objekte ist, was an einen ok@nms.de betreff, Tunguska. Könnte interessant sein. Ich mach die Nachricht mal auf. Hallo, Oleg. Lange nichts von dir gehört. Mir geht es wieder ganz gut. Hab lange gebraucht, die ganze Sache zu verarbeiten. Wegen deiner Anfrage. Schon eine Ewigkeit her, dass ich mich damit beschäftigt habe. Und ehrlich gesagt bin ich auch ganz froh. Ich habe die Typen einmal unterschätzt. Und dafür hat meine Frau mit dem Leben bezahlt. Ich habe mir damals geschworen, das Thema ein für alle Mal ruhen zu lassen. Nimm's mir nicht übel, aber dabei soll es bleiben. Aber jetzt, wo du wieder in der Nähe wohnst, können wir uns ja mal treffen. Würde mich wirklich freuen, dich mal wiederzusehen. Melde dich und sag Bescheid, wann und wo es dir passen würde. Dann sehen wir weiter. Wladimir Kalenko. Papa hat die Typen einmal unterschätzt und dafür hat meine Mutter mit dem Leben bezahlt? Was meint er damit? Sie ist doch durch einen Autounfall gestorben. Ich muss dringend Kontakt mit diesem Oleg aufnehmen. Vielleicht weiß der etwas, was mir weiterhelfen kann. Das ist die Mail, die mein... Hallo Oleg, okay. Ich hab mir damals... Wie krieg ich den Schlüssel daraus, ohne Witz? Das Aquarium ist oben vergittert. Warte mal. Ich will den Schlüssel. Wie krieg ich den? Das Staufach. Zum Museum? Oh, was ist denn da? Die Kleine sieht irgendwie traurig aus. Hallo. Hallo, Kleine. Hallo. Was machst du denn hier so ganz allein? Hast du etwa hier geschlafen? Wer bist du? Ich heiße Nina. Und du? Oh, hallo, Nina. Ich bin Lisa. Nina und Lisa. Also, erzähl mal. Hast du hier wirklich übernachtet? Ja. Wieso denn? Hast du kein Zuhause? Doch, aber ich habe mich nicht getraut. Nach Hause zu gehen? Okay. Ja, ich werde bestimmt ganz furchtbar dollen Ärger kriegen. Mein Fahrrad ist kaputt und die Kamera vom Papa auch. Und deswegen hast du hier draußen in der Kälte übernachtet? Wie ist denn das passiert? Ich habe hier vor dem Museum gespielt und plötzlich, ich hatte Angst. Ich wusste nicht genau wieso, aber ich habe mich lieber mal im Gebüsch versteckt. Und dann kamen plötzlich so komische Männer in schwarzen Kostümen. Ich saß also in meinem Busch
Und plötzlich bekam ich noch viel mehr Angst. Ich wollte nur noch weg. Und dann habe ich aus Versehen auf die Kamera gedrückt. Es gab einen hellen Blitz und die Männer haben sich umgedreht. Sie haben mich angeschaut, aber... Aber was? Aber sie hatten keine Gesichter. Es war so schrecklich. Und dann bin ich einfach weggelaufen. Ich bin nur noch gelaufen, soweit ich konnte. Irgendwann habe ich dann gemerkt, dass ich meine Kamera verloren hatte. Und so musste ich wieder zurück. Die unheimlichen Männer waren zum Glück nicht mehr da. Die Kamera habe ich auch wiedergefunden, aber sie ging nicht mehr. Und da ja auch noch mein Fahrrad kaputt war, habe ich mich nicht mehr nach Hause getraut. Hilfst du mir? Kommst du mit nach Hause? Oder kann ich bei dir wohnen? Nein, das besser nicht. Ich werde dir helfen, die Sachen wieder zu reparieren. Aber du musst mir auch versprechen, dann ganz schnell wieder nach Hause zu gehen. Deine Eltern machen sich bestimmt schon ganz große Sorgen. Na gut. Was ist denn mit deinem Fahrrad? Ich glaube, ich bin in so eine blöde Scherbe bei der Baustelle gefahren und nun habe ich einen Platten. Dabei ist das Rad ganz neu und meine Mutter hat extra gesagt, ich soll gut darauf aufpassen, weil wir haben nicht so viel Geld, weißt du? Und da können wir uns kein neues Fahrrad leisten. Keine Sorge. Wegen eines Plattenreifens brauchst du nicht gleich ein neues Fahrrad kaufen. Ich kann mir das ja mal ansehen. Und deine Kamera auch. Würdest du das tun? Ach, du bist lieb. Aber kannst du das überhaupt? Klar, kein Problem. Gib schon her. Ich weiß nicht. Was, wenn du gar nicht so gut reparieren kannst? Mach erst einmal das Fahrrad wieder heil. Wenn du das geschafft hast, kriegst du auch die Kamera. Die war nämlich bestimmt ganz teuer. Und wenn du die noch kaputter machst... Ja, ja, schon verstanden. Das Kind ist die richtig. Ich muss erst mal meine Fähigkeiten beweisen. Also gut, dann fangen wir mal mit dem Rad an. Dieses Foto ist meine einzige Hoffnung auf eine erste richtig heiße Spur. Also wird mir wohl nichts übrig bleiben, als erstmal den Reifen zu reparieren. Bis später. Aber du kommst wieder, versprochen? Klar, mach dir keine Sorgen.